So, und damit herzlich willkommen zurück bei Morrowind. Wir sind auf der Drain-Plantage und wollen den Chefe hier... Wünscht ihr etwas? Ich suche deinen Chef. Die mögen uns so überhaupt nicht. Er hält sie in seinem Landhaus auf der östlichen Seite der Plantage auf. Okay. Drains Herrenhaus. Wo ist der Keller? Das scheint irgendeine Wache von ihm zu sein. Okay, umgebracht haben wir ihn zumindest schon mal nicht. Das ist ja... schon mal... Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Regal war das letzte Mal nicht so leer. Kann das sein? Ups. Hallo! Ui, du magst mich ja hoch. Geld? Ja, du magst Geld, ne? Oh ja, und wie du Geld magst. Oh, jetzt bist du auch etwas empfänglicher für Bewunderung, hä? Ihr möchtet also Hortato von Haus Lalu werden und ihr seid zu mir gekommen. Ihr seid unglaublich. Ihr zeigt unglaubliche Weisheit für einen Fremdländer. Was bedeutet euch der Titel eines Hortato? Warum wollt ihr Hortato sein? Ich glaube nicht, dass wir mit unserer eigenen Geschichte bei dem Typen so weit kommen. Das heißt, Dagoth urbesiegen. Und Morrowind Frieden bringen. Ich glaube nicht, dass der Typ so viel auf Frieden aus ist. Und er mag das Kaiservolk nicht. Also probieren wir es. Ich glaube, es war ein Fehler, den alten Göttern den Rücken zu kehren. Vielleicht ist es Azura doch auf eurer Seite. Oder auch nicht. Ich habe mit Dagoth Ur gesprochen. Er versprach mir ebenfalls, dass er die Fremdländer vertreiben wird. Aber ich verpasse ungern eine gute Gelegenheit und will gerne mein Glück auf verschiedenen Wegen probieren. Wenn ihr zu eurem Wort steht, Argonia, so bin ich euer Verbündeter. Ich werde Velanda, Omani und Nevena, Ules bitten, euch zu helfen, Hortato von Haus Lalu zu werden. Okay. Muss ich nur kurz noch schauen, wo die beiden überhaupt sind, die uns da jetzt noch fehlen. Ein gelbes Buch hier. Und zwar... Ehrenmann ohne festen Wohnsitz, das ist gelogen. Insel Elmas. Ist... Und Ules Anwesen Suran. Okay, Suran kriegen wir, glaube ich, etwas einfacher hin. Wir sagen, dass wir zuerst nach Suran dappeln. Ist ja von hier aus nicht ganz so weit. So. Kommt mal hier raus. Ja. Ja. Dann haben wir diesen Affen da jetzt doch irgendwie davon überzeugt, dass wir Hortator werden wollen. Eigentlich weniger, weil er von uns überzeugt ist, sondern eher, im Motto, nee, man sollte nicht nur auf ein Pferd setzen, sozusagen. Yay. Kranker Typ. Echt.
Okay, ich hatte vergessen, dass Haus Lalu derart kompliziert ist. Hey. Ah. Kann ich euch helfen? Olli. Mui. Olli sagt jetzt nichts zu euch. Entschuldigung, ihr seht aus, als ob ihr ein bisschen extra Geld gebrauchen könntet. Naja, voll. Vielleicht könnt ihr Rolli und mir von Nutzen sein. Der beste Guar, den ihn zu kennen, ich die Ehre hatte. Wir sind Jahre zusammen sicher. Wir streiten uns auch ab und zu. Und er kann manchmal auch etwas starkköpfig sein. Aber am Ende vertragen wir uns immer. Seht ihr, Rolli und ich sind auf dem Weg nach Vivek und diese Kleidungsstücke der Schneiderin Agrippina Herenia zu bringen. Es sind einige der hochwertigsten Kleidungsstücke, die ihr je sehen werdet. Vielleicht könnte ich euch für einige interessieren. Wie auch immer, ich hörte Gerüchte, dass die Straßen nach Vivek in der letzten Zeit gefährlich geworden sind. Seid ihr vielleicht willens, uns beide zu eskortieren? Rolli und ich wären äußerst dankbar und auch bereit, euch eine Entschädigung anzubieten. Nein, es tut mir leid, es zu hören. Nun, Rolli, es sieht so aus, als ob wir uns alleine gestellt sind. Vielleicht werden wir jemand anderen finden, der uns hilft. Wie weit ist denn Vivek von hier weg? Ist eigentlich gar nicht so weit, ne? Auch ausgeschildert, ne? Vivek. Ach, was soll's. Komm. Nein, ich möchte nicht mit Rolli. Rolli scheint etwas sagen zu wollen. Ueli überlegt es sich jedoch anders. Rolli mustert euch mit tiefgründigem Blick und schweigt. Rolli ist ein wirklicher Denker und hat deshalb im Augenblick nichts zu sagen. Rolli besinnt sich eines Besseren und schweigt. Rolli sagt jetzt nichts zu euch. Sehr geil. Ich möchte aber mit deinem Kumpel hier reden. So. Lol. Kann ich nicht mehr... Schauen, hatten wir vorher gespeichert? Wenn nicht, ist dieser Quest halt leider gelaufen. Braucht ihr etwas? Der Typ ist auch so endgenial zu treffen. Okay, gut, ich würde sagen, der Teil ist gelaufen. Das ist sehr schade. Na gut, dann eskortiere ich dich halt nicht. Not my problem. So, und in die Richtung müsste es, glaube ich, nach Suran gehen, oder? Toll, ist nie ausgeschildert, ihr mich auch. Na gut. Leider weiß ich auch nicht mehr, was man dafür hätte bekommen können. Wahrscheinlich eh nicht so wirklich viel. Ja. Aber wir haben es dafür in andere Richtung fast geschafft. So, mal gucken, reicht das? Ja.
Und da müsste auch irgendwo gleich Suran kommen. Ja, ich sehe es sehr gut. Können wir hier vielleicht einmal mal die Brücke nehmen, die genau dafür da ist. So. Um Gottes Willen, wie hieß denn das? Ausstatterin. Irdische Freunde. Aus Oran, okay. So. Okay, es sind Krieger. Kurz schauen, dann müsste das hier hinten sein. Aus Oran. Du bist schon mal die Falsche. Okay. Möge dir das finden, was ihr sucht. Jetzt mal das Obermufti, die auch ganz oben wohnt. Oder auch nicht. Da geht's raus. Es tut so gut. Der falsche Obermufti. Okay. Wo ist denn euer Chef? Ja, ist der Bruder. Eine Netzzucht. Jenseits des Sees im Westen. Okay. Sind wir alles jetzt nur so semi-hilfreich? Kurz nochmal schauen. Oh. Der Insel Elmas außerhalb von Vivek. Ach Gott. Ja, wir haben den falschen, glaube ich, gerade aufgesucht. Kann das sein? In der Nähe von Suran. Geht die Straße Richtung Norden aus Suran heraus über die Brücke Richtung Westen. Nördlich aus der Stadt raus und dann eine Brücke Richtung Westen. Okay. Nördlich aus der Stadt raus. Okay. War schon nördlicher Ausgang. Aber wahrscheinlich sind wir gerade schon voll dran vorbeigelaufen. Nördlich und dann die Brücke Richtung Westen. Ja, da sind wir mal eiskalt dran vorbeigelaufen. Ups. Hab ich tatsächlich jetzt gerade einfach verwechselt. Tjo. Könnte das schon das richtige Gebäude sein? Ja, na also. Gehen wir mal nach oben schauen. Ach du meine Güte.
Hallo. Sarah. Tator-Sache, richtig? Sie sagten, wenn ich wüsste, was gut für mich sei, würde ich tun, worum ihr mich bittet. So. Ihr wollt Hortator werden. Ich mache euch zum Hortator. Ich stimme für euch. Das ist alles, was ich tun muss, richtig? Sobald alle Ratsherren einverstanden sind, müsst ihr zu Crassius Curio gehen. Das für eine Olle. Ich habe schon viel von euch gehört. Habt ihr auch nicht mehr alle Tannen am Baum? Nadeln an der Tanne. Tannen am Baum, genau. Und wieder eine schöne Neukreation an Wörtern. So. Immer alle Nadeln am Baum. So, wer fehlt uns denn noch? Velanda. Velanda lebt außerhalb von Vivek, überquert die Brücke, die vom Telvanni-Bezirk zum Festland führt. Okay, das heißt, wir könnten mal versuchen hier... einmal vielleicht kurz rasten. Dürfte ja nur so eine Stunde sein. Ja, sehr gut. Haben wir mir automatisch mitgespeichert. Und wir sind im Tempel. Sehr geil. So. Der Telvanni-Bezirk. Tja. Und dann haben wir es hoffentlich endlich geschafft. Und nächste Woche... haben wir dann die nächste Runde zu tun, indem wir... Was ist? Telvanni, sehr gut. Der Nerevarine der Aschländer-Kulte werden. Da werde ich es eventuell sogar so machen, dass ich die Folgen ein bisschen überziehe. Dass wir gegebenenfalls für jedes... Ja, wobei, mal schauen. Es hängt, glaube ich, auch davon ab, wie lange es tatsächlich dauert. Da... eine Revarine zu werden. Wenn das vielleicht 30 Minuten dauert, okay, dann würde ich das bei sowas belassen. Sonst brauchen wir halt doch noch etwas mehr als die Woche, also die nächste Woche, um eine Revarine zu werden. Aber heute schaffen wir auf jeden Fall den letzten Hortator. Brücke, die vom Telvanni zum Festland führt. Wendet euch dann nach Süden. Geht über die Brücke zur Insel Elmas. Süden. Okay. Und ich, Glückspilz, habe jetzt auch noch einen Krampf im Fuß. Ach, ich liebe es. So. Jetzt sind wir auf der richtigen Insel, glaube ich. Und da am Südende. Müsste es doch das da sein, oder? Oh Mani, na also. Müssen wir die Dame nur noch finden? Oder den Herrn? Du bist der Falsche. Ich habe schon viel von euch gehört. Ah, alte Dame also, okay. Ja, natürlich, ihr wollt zum Hortator von Haus Lalo ernannt werden. Gesagt, getan. Ihr werdet natürlich die Bestätigung der anderen Lalo-Ratsherren einholen müssen, doch ich bin zuversichtlich, dass ihr sie überzeugen könnt. Sobald alle Ratsherren zugestimmt haben, sprecht wieder mit Crassius Curio. Er wird euch den Gürtel des Hortator geben. Okay. Damit müssten wir jetzt eigentlich alle haben. Das heißt, einmal wieder zurück, einmal wieder zum Tempel. Heiliges Olms war das. Und genau. Au. Beeindruckend. Okay, schön, dass ich beeindruckend bin. So, Haus Curio. So. Da hat Haus Lalo doch ein bisschen länger gedauert. Olms Platz.
müsste es... Ups, das ist der Tempel. Da wollt ihr jetzt nicht rein. Sprecht zu mir. Was sondern bitte? Haus... Urio? Bin ich blöd? Tempel? Vielleicht sollte ich auch auf die Lalo-Insel gehen. Jetzt war ich so viel in Olms, dass ich es total verpeilt habe. Na gut. Arena, Redoran. Evani. Ja. Einmal auf die Lalo-Insel rüber marschieren. Vollkommen wow. Aua. Ich starte ein bisschen wie... So. Einmal kurz wieder den... Ah, wo ist es? Flugbegleiter, da ist er. So. Und zwar ist das hier das Fremdenviertel und da ist Lalo. Da hätten wir eigentlich auch hier lang gehen können. So. Fast geschafft. Viel fehlt nicht mehr. Ja, dann müssen wir noch mit dem verrückten Künstler reden, der uns ziemlich viel Kohle aus der Tasche genommen hat, aber gut. Was heißt viel im Vergleich zu dem, was wir besitzen, ist das ja eigentlich nix. Seid gegrüßt. Ja. Tempel hat es zum Glück nicht so gegen uns. Seid gegrüßt. Weil sonst wird das hier nämlich zum Teil echt nervtötend. Auch irgendwas. Aus Kuriona, endlich. Ich höre eure Worte. Vielen Dank. Ihr dürft sprechen. Na dann. Ja, lass mich durch, Junge. Kenne ich euch nicht? Sprecht nur. Hallo. Sind sich alle Ratsherren einig? Wunderbar. Das freut mich wirklich für euch. Was für eine Ehre. Aber nicht mehr, als ihr verdient. Und jetzt habe ich eine kleine Aufmerksamkeit für euch. Es ist ein Gürtel, der dem Hortater vom Haus Lahn übergeben wird. Bindet ihn nur fest um diese liebliche kleine Taille. Ich weiß, ihr habt wirklich wichtige Dinge zu erledigen, aber fühlt euch nur wieder heim. Vergesst den armen, einsamen Onkel Cassius nicht, euren treuen Bewunderer. Was für ein Widerling. Mehr fällt mir zu dem Typen echt nicht ein. Ja. Bah. Bah. Einfach bah. Ja. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind Hortator der drei Fürstenhäuser. Gut, als nächstes steht auf dem Plan, Nereverine zu werden. Wo fangen wir da mit am besten an? Okay. Dann würde ich fast sagen, wir fangen wieder bei unseren Ushilaku an. Dass wir reisen einmal kurz heim. Amulett der Rückkehr. So. Ich würde sagen... Ihr einigt euch hoffentlich im Laufe dieser Woche darauf, ob wir schon ins neue Heim umziehen können oder ob euch daran noch irgendetwas stört. Dann würde ich nämlich nächstes Wochenende für euch einmal einen Umzug vonstatten ziehen lassen. Und dann sehen wir uns entweder, je nachdem, ob noch etwas geändert werden muss, hier wieder oder
in unserem neuen Heim. Und dann werden wir versuchen, Nerevarina der vier Stämme zu werden. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, falls wir uns morgen nicht mehr bei Minecraft sehen. Und wir hören uns nächste Folge wieder.